to break your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on, hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo, ich habe heute mal wieder eine Rezension für euch. Und zwar möchte ich euch Shipwrecked von Siobhan Kurhem vorstellen. Oder wie auch immer man ihren Namen ausspricht, ich bin mir da nicht ganz so sicher. In diesem Buch geht es um eine Gruppe Jugendlicher von der LA Dance Academy, ja, auf die eine ganz besondere Chance wartet. Sie sollen nämlich den ganzen Sommer über, den ganzen Sommer auf einem Kreuzfahrtschiff verbringen und dort abends für die eigentlichen Touristen dieses Schiffs auftreten und eine Show machen. Und ja, für die ist das eine wahnsinnige Chance, auf die sie sich halt alle freuen, darunter auch unsere Protagonistin Grace. Als sie dann aber versuchen, dieses Kreuzfahrtschiff zu erreichen und dafür ein kleines Boot betreten, das sie halt dahin bringen soll, zieht ein Unwetter auf und ihr Boot kentert und sie landen auf einer einsamen Insel. Dort müssen sie dann ums Überleben kämpfen, noch dazu spaltet sich ihr Lager in zwei Lager plötzlich und es scheint so, als wären sie auf der Insel nicht allein, denn dort passieren merkwürdige Dinge und bald hat Grace das Gefühl, dass diese Insel ein dunkles Geheimnis verbirgt. Für mich klang dieser Klappentext wirklich sehr vielversprechend. Er klang nach einer richtig tollen und spannenden Abenteuergeschichte, nach einem Kampf ums Überleben und richtig genial. Letztendlich war das Ganze aber doch ein bisschen anders als erwartet. Es steht ja schon im Klappentext, dass sich diese Gruppe von Jugendlichen auf der Insel in zwei Lager spaltet und ich fand irgendwie, der Großteil der Geschichte drehte sich halt nicht darum, wie sie ums Überleben kämpfen, das gelingt ihnen auf dieser Insel sogar sehr leicht irgendwie, sondern es drehte sich halt hauptsächlich darum, dass sich diese Gruppe halt teilt. Also es wird gleich am Anfang klar, dass es sehr viele verschiedene Charaktere gibt. Am Anfang wirkten sie alle noch recht gleich, weil sie alle von dieser Dance Academy kommen und alle einigermaßen, wohlhabend sind und ein bisschen verwöhnt. Und es gab so kleine Zickereien unter den Mädchen. Grace, unsere Protagonistin, sticht so ein bisschen hervor. Sie ist ein bisschen anders, das merkt man eigentlich auch sofort. Und ja, so kam es dann, dass es auf der Insel sehr viele Streitereien gab, sehr viele Zickereien, die dann halt dazu führten, dass sich diese Gruppe spaltet. Und ich fand halt, dass diese ganzen Streitereien und Auseinandersetzungen wirklich sehr viel Platz in diesem Buch eingenommen haben. Es ging fast hauptsächlich darum in der ersten Hälfte. Und viele davon, oder einige davon zumindest, waren, finde ich, ein bisschen übertrieben. Ich meine, es ist klar, es ist durchaus realistisch in so einer Situation, dass sich diese Gruppe spaltet und dass es da Streitereien gibt. Aber ich fand es an einigen Stellen echt ein bisschen übertrieben. Mir fiel es auch schwer, mal abgesehen von der Protagonistin, da irgendwen sympathisch zu finden. Zum Schluss gab es so drei Personen, wo ich gesagt hätte, okay, die finde ich ganz nett, ich will, dass die überleben und der Rest ist mir ziemlich egal, weil also dieses ganze Gezanke und Gezicke, das hat mir echt die meisten Personen in diesem Buch sehr, sehr unsympathisch gemacht. Von daher, ja, es gab sehr wenig Abenteuer in diesem Buch, was ich halt erwartet hatte, sehr wenig Überlebenskampf, aber dafür jede Menge, ja, Streitereien und naja. Dann gab es, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, auch eine Liebesgeschichte in diesem Buch, die war gut inszeniert, war auch unterhaltsam und hat sich auch gut entwickelt im Laufe des Buchs. Aber ich hätte sie nicht unbedingt gebraucht. Also ich weiß nicht, ob die jetzt so wichtig war für diese Geschichte. Man hätte auch gut ohne leben können. Wobei ich sagen muss, dass es eine sehr willkommene Abwechslung war zu diesen ganzen anderen Streitereien. Also es hat so einen guten Ausgleich dargestellt. Aber insgesamt hätte ich mir halt einfach so eine richtige Abenteuergeschichte gewünscht. Und da hätte ich halt die Liebesgeschichte nicht gebraucht. Ja, ansonsten gibt es im Laufe der Geschichte viele kleine Momente, wo halt deutlich wird, dass auf dieser Insel irgendwas nicht stimmt. Es gibt viele Kleinigkeiten, die passieren, die natürlich in der Gruppe dann wieder Streit verursachen, weil die natürlich denken, dass einer von ihnen dahinter steckt, aber sie schüren halt auch Angst und Spannung und zum Ende hin, gewinnen diese mystischen und geheimnisvollen Elemente der Geschichte wirklich die Oberhand, sodass es dann doch ein paar letzte, sehr spannende Kapitel gibt. Auch das Ende ist, ja,
einigermaßen offen. Also es klärt sich nicht alles am Ende des Buchs, sodass man auf jeden Fall neugierig auf die Fortsetzung ist. Und ja, das Ende hat mir sehr gut gefallen. Es hat für mich so spannungsmäßig halt echt nochmal was rausgerissen und auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich auch die Fortsetzung lesen möchte. Insgesamt hat mich das Buch eigentlich wirklich gut unterhalten. Ich habe es sehr schnell durchgelesen. Ich glaube innerhalb von 2 Tagen. Es ist jetzt auch nicht so dick, aber ich finde, es liest sich halt auch sehr gut und man muss halt hin und wieder mal ein Auge zudrücken, wenn es um diese ganzen Zankereien geht und sich dann halt auf die anderen Dinge konzentrieren, die in dieser Geschichte noch passieren. Und dann erträgt man das eigentlich auch ganz gut. Also mir hat es schon Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es war halt nur wirklich anders, als ich es erwartet hatte oder als ich es mir erhofft hatte. Insgesamt habe ich dem Ganzen dann noch 3 Sterne gegeben und ich finde, das ist auch, ja, das passt zu diesem Buch. Ich hätte halt einfach mehr erwartet. Es kann einem nicht vom Hocker hauen. Es ist so eine kurzweilige Lektüre, die einem mal kurz unterhalten kann, aber danach, ja, es ist halt nichts Besonderes, nichts, was einem hinterher noch irgendwie nachhängt, was einen hinterher noch beschäftigt. Und ja, aber ich werde die Fortsetzung, denke ich mal, auf jeden Fall lesen, weil ja das Ende, wie gesagt, einigermaßen offen ist und mich das schon interessiert. Ich habe mir auch schon den Klappentext vom 2. Teil durchgelesen. Der scheint nochmal in eine etwas andere Richtung zu gehen. Von daher bin ich da erst recht neugierig drauf, weil ich denke, vielleicht gefällt mir diese andere Richtung ja besser. Vielleicht gefällt mir der 2. Teil besser und von daher will ich dem auf jeden Fall noch eine Chance geben. Ja, ich hoffe, die Rezension hat euch gefallen und euch vielleicht die Entscheidung erleichtert, ob ihr dieses Buch selbst lesen wollt oder nicht. Falls ihr es schon gelesen habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Könnt ihr euch meinen Kritikpunkten anschließen oder seht ihr das ganz anders, dann könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Und ansonsten, ja, war es das von mir und diesem Buch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein schönes restliches Wochenende und hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. This plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly.